Jo Freunde und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und jetzt seht ihr es hier hinten in der Waschbox. Endlich mal, endlich haben wir hier einen BMW E30 in der Box und der ist vom Kollegen von Mark Foster. So sieht das gute Stück aus. Da wurde umgebaut, ist ein 325er jetzt drin, deswegen auch passend das Kennzeichen. Der steht in der Halle und na, so ein bisschen kriegt er immer wieder ab, wenn er dann doch mal leider draußen steht, das gute Stück. Und das ist wirklich so ein absolut geiler Traumwagen. Also ich liebe den E30, wie ihr wisst. Und wenn ich nicht so arm wäre, wie ich leider bin, dann hätte ich schon längst einen geholt. Ach, guckt ihn euch an. Und ich habe gerade auch mit Mark Foster ein bisschen drüber gequatscht. Der Wagen ist jetzt hier über 25 Jahre alt und guckt euch diese Silhouette von diesem Fahrzeug an. Den würde ich auch heute noch liebend gerne weiterfahren. So ein geiles Teil. Guck mal einen Blick rein. Also der ist nicht in dem perfekten Zustand, klar, bei dem Alter ist das auch ganz logisch, aber der kann sich auf jeden Fall noch sehen lassen, ist ein ganz schickes Teil. Lenkrad hier zum Beispiel ist leider ein bisschen verschlissen, das muss mal neu gemacht werden und so ein paar Kleinigkeiten. Aber sonst eine ganz geile Basis, wo man auf jeden Fall drauf aufbauen und was machen kann. Am Ende des Videos machen wir auf jeden Fall noch eine kleine Probefahrt, wo ihr dabei seid. Und jetzt geht es darum, dass wir den Bock richtig schön waschen, weil hier ist ja wirklich richtig viel los. Jo, was haben wir alles dabei? P21S Dr. Wack Felgenreiniger. Mal wieder das Sonax Profiline Active Foam Energy. Insektenentferner, muss man gucken, ob wir den überhaupt brauchen. Ich denke nicht. Dann habe ich hier Green Star, ein bisschen APC drin verdünnt. Und ein Quick Detailer von Meguiar's haben wir auch noch. Den werden wir auch noch drauf knallen. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. Gloria ist auch schon da. Und natürlich nicht zu vergessen, meine eigenen 3x2 Waschhandschuhe. Genauso wie auch meine Wonder 3er Trockentücher. Hier in der großen Version. Und hier natürlich auch noch das Mini für die kleineren, engeren Bereiche. So, die wunderschönen Felgen hier gehen wir jetzt hin und ein bisschen vom Felgenreiniger drauf, lassen das Ganze einwirken und in der Zeit machen wir die anderen Felgen. Da kann man noch ein bisschen drauf machen und weiter geht's. So, Gloria ist schon vorbereitet, Liter Geroldsteiner Wässerchen ist drin. Jetzt haben wir hier 20 Milliliter vom Sonax. Ich hoffe mal, das passt. Machen wir ein bisschen rein, los geht's. So, Gloria ist ready, legen wir direkt mal los. Na, richtig pumpen hier. Boah, riechst du das? Ja. Riecht das richtig schön nach Energy. Energy, ja. So, dann schreiben wir den Wagen richtig schön ein, lassen das Ganze einwirken und dann gleich vorsichtig abdampfen, weil wir müssen mit einem älteren Fahrzeug zu tun. Jo Freunde, der Mark Foster hat hier das Abdampfen vom Wagen übernommen, wie ihr sehen könnt. Natürlich immer aufpassen bei älteren Fahrzeugen, der wurde jetzt zwar hier schon mal neu lackiert, dementsprechend muss man nicht so sehr aufpassen wie bei einem Oldtimer. Immer schön einen Abstand halten mit dem Hochdruckreiniger, damit nicht zu viel Druck drauf kommt, womöglich wo ein kleiner Abbruch der Lackierung ist oder ähnliches, dass da was passiert und der Lack wirklich komplett ablöst. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber ohne Scheiß, ich komme nicht drauf klar, wie wunderschön dieses Kfz ist. So ein geiler Wagen, also gebt dem Wagen auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Diese Silhouette, oh Leute, habe mich in meine Kindheit zurückversetzt. Wenn ich mich auf der Straße umgedreht habe, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war und den Wagen an mir vorbeifahren sehen. Sehr, sehr geil. Felgenreiniger wirkt auf jeden Fall wieder richtig gut, guckt euch das an. Super sauber, das kann sich sehen lassen. Und auch den anderen Schrott sollten wir vom Lack richtig schön runterbekommen. Wie ihr sehen könnt, so ist der Wagen jetzt hier nach der Vorwäsche. Das kann sich schon mal sehen lassen. Diese ganze oberflächliche Staub und Schmutz ist auf jeden Fall runtergegangen. Felgen, wie ihr schon gesehen habt, wirklich sehr, sehr sauber geworden. Und dementsprechend kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, Handwäsche. So Freunde, 3x2 Wonderwascher, gehen wir hin und schäumen den Wagen schön ein für die Handwäsche hier. Gleitet ganz sanft hier easy über den Lack. Können wir den Wagen perfekt mit reinigen. Dafür nehme ich für den oberen Teil des Fahrzeugs, wie ihr wisst, hier den mit dem weißen Bündchen. Und jetzt gleich machen wir dann den unteren Part des Fahrzeugs mit dem schwarzen Bündchen Handschuh. So, next step ist der untere Part. Der Marc drüben das Fahrzeug auf der anderen Seite schon oben wäscht. Mache ich jetzt schon mal den unteren Part hier mit dem schwarzen Handschuh, wie ihr sehen könnt. So, na, guck mal, da nimmt man auf jeden Fall auch nur an der Seite einfach schon ordentlich Schmutz auf. Jetzt drehe ich mir, nehme die andere Seite und gehe hier auf jeden Fall gründlich an der Unterseite des Schwellers lang. Ja, und da seht ihr es, da haben wir natürlich eine ganz andere Verschmutzung einfach drauf. Gründlich auswaschen und dann nächste Stelle weiter geht's.
Handwäsche soweit fast komplett vollzogen. Letzten Züge macht der Marc Forster noch da drüben. Und dementsprechend, wenn wir damit durch sind, runterdampfen mit dem Zeug und dann ist die Kiste richtig schön sauber. Für alle, die fragen, heißt natürlich nicht Marc Forster, sondern Daniel. Viele von euch kennen ihn. Er fährt den Golf 6R auf Luft. Und dementsprechend, er dampft den Wagen jetzt hier schön ab, die Runde. Und dann können wir jetzt gleich den Wagen noch abtrocknen. Und danach hauen wir natürlich auch noch, wie angekündigt, einen schönen Detailer drauf, damit der Wagen wieder in neuem Glanz erstrahlt. Jo, Freunde, das große 390 m Wunderdreier Tuch zum Trocknen. Und Hälfte Motorhaube habe ich auch schon. Einfach hier locker drüber gehen. Dann genauso über den Kotflügel und alle Stellen, wo ihr die Feuchtigkeit hier im Außenbereich habt. Einfach kurz drüber gehen. Als Tipp auf jeden Fall nochmal, ihr könnt die Rückseite, das hat einen Sinn, warum die kurzflorig ist oder diese Struktur hat, damit könnt ihr ideal die Scheiben reinigen und trocknen. Ja, schaut es euch an. Ich nehme das Tuch, halte mir das hier so ein bisschen fest und gehe hier einfach zack, 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 ein paar Mal über die Scheiben drüber und ziehe mir die ganze Flüssigkeit runter und dann ist die auch perfekt streifenfrei gereinigt. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt mal die Haube hier geöffnet. Wir sehen, dass wir hier überall ein bisschen Feuchtigkeit haben, aber auch noch Verschmutzung. Dafür nehmen wir jetzt den APC, sprühen wir einfach ein bisschen drauf, lassen das Ganze im Moment einwirken und können das dann abnehmen. So, dafür nehmen wir das kleine Wonderdreier Mini. Eignet sich dafür ganz gut. Falls das zu krasse Verschmutzung bei euch sein sollte, könntet ihr auf jeden Fall noch hingehen und das Ganze mit dem Pinsel ein bisschen aufschäumen. Aber ich sag mal, bei diesem oberflächlichen Schmutz jetzt hier ist das kein Problem. Da seht ihr es, da können wir das so ein bisschen helfen, den Schmutz auf jeden Fall gut abzunehmen. Gleiches gilt natürlich hier für die Einstiegsleisten. Die habe ich soweit auch schon ein bisschen eingesprüht, einwirken lassen. Und dann können wir hingehen und den Schmutz soweit komplett entfernen, falls noch ein bisschen was da ist. Also hier sieht es jetzt deutlich besser aus als gerade im Motorbereich. Und dann haben wir die Kiste gleich wieder ordentlich sauber. Natürlich auch unter den Türen hier auf jeden Fall nochmal die Flüssigkeit abnehmen, wie auch hier an der Seite, das nie vergessen, das ist ganz wichtig. Wie ihr sehen könnt, der Wagen ist jetzt soweit komplett erfolgreich gewaschen und gereinigt. Sieht auf jeden Fall tausendmal besser aus als vorher, also noch geiler als vorher, so muss man es richtig sagen. Auf der Motorhaube liegen habe ich den Meguiar's Quick Detailer und den hauen wir jetzt drauf. So, ein bisschen hier auf einen Part der Haube drauf. Dann nehmen wir uns hier ein schönes Mikrofasertuch und verteilen das ganz sanft auf den Lack. Und der riecht halt richtig geil. Jo, wie ihr jetzt sehen könnt, so sieht das gute Stück im perfekt detailten Zustand an. Aus, so heißt das. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Absoluter Traumwagen. Und jetzt rein in die Kiste, Probefahrt. Jo, Freunde, los geht's. Beim Starten seid ihr natürlich auch mit dabei. Vorglühen. So, dann mal Rückwärtsgang rein und los geht's. Jo, Freunde, wir haben ein bisschen Stoff. Hier dürfen wir zumindest bis 100. Einfach nur geil. Elektrische Fensterheber haben wir auch, also das ist schon, ne, hier zwar keine Automatik drin, sondern man muss gedrückt halten für hoch und runter, aber das ist echt schon sehr, sehr geil bei so einem alten Fahrzeug. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, macht tierisch Spaß, ist wirklich ohne die ganzen elektronischen Helferlein, die wir heutzutage in den Fahrzeugen drin haben, einfach was ganz anderes, mit so einem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und er hängt auch ordentlich am Gas, klar, wir haben jetzt einen größeren Motor hier drin. Einfach der Hammer. Okay, machen wir einen kleinen Beschleunigungstest hier, wo wir dürfen. Der geht echt so geil ab. Ah, einfach ein Traum. Auch mit dem Fahrwerk hier drin. Der ist so direkt ansprechend, lenkt geil, liegt gut in der Kurve hier. Da können wir das jetzt mal machen. Echt Bock. Also das ist Autofahren wie vor 25 Jahren. Absoluter Traum. Also ich kann nur jedem beglückwünschen, der so ein altes Fahrzeug hat. Einfach der Hammer.
Ja, bei so alten Fahrzeugen hat man natürlich jetzt so technisch nicht viel Ausstattung als möglich. Aber der hier, zumindest die Version, hat hier eine ganz krasse Übersicht. Bremslicht, Abblendlicht, Motoröl. Dafür drücke ich hier auf die Check-Taste und bekomme mit einer roten LED angezeigt, was alles in Ordnung ist. Wenn die LED nicht leuchtet, dann liegt irgendein Problem vor. Jo Freunde, hier kleines Fazit zum E30. Also die Wäsche hat auf jeden Fall tierisch Bock gemacht, das kennt ihr ja von mir. Aber auch die Probefahrt. Also die Probefahrt hat mich richtig überzeugt. Das ist so ein absolut geiler Traumwagen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Guckt euch diese Form an, guckt euch die Silhouette an. Der sieht so Bombe aus. Also er gefällt mir besser als aktuellere BMWs, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben wirklich scharfe Ecken, scharfe Kanten und eine klare Linie bei dem Fahrzeug. Mir gefällt er richtig gut. Signalisiert ihr mir in die Kommentare, wie ihr einen E30 findet. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, das freut mich sehr und bis zum nächsten. Ciao.